Findet statt zwischen Amelie Solja und Li Changping, Österreichs Nummer 1 in Abwesenheit von Liu Jia. Die beiden haben ihre Semifinalspiele ganz glatt mit 3:0 gewonnen. Und jetzt geht es also weiter hier mit dem Endspiel der Damen. Finale der Damen bei Tischtennis Austria von 12:4 in der. Natürlich ist Li Changping hier auch die große Favoritin im Finale. Sie ist international eine erfolgreiche Dame. Leider ist die Spitze bei den Damen in Österreich etwas dünner als bei den Herren, vor allem seit Liu Jia in Babypause ist. Herzlichen Glückwunsch übrigens auch von mir. Vielleicht schaut sie ja gerade zu. Ganz klein ist die kleine Anna noch. Erst vor 2 Wochen auf die Welt gekommen. Und Liu Jia hat schon wieder begonnen, leicht zu trainieren. Mal schauen, wird sicher in absehbarer Zeit wieder in den Turnierzirkus zurückkehren. Hat ja ein Ziel in London bei den Olympischen Spielen, nicht nur dabei zu sein, sondern dort auch eine maßgebliche Rolle zu spielen. Die Gegnerin von Li Changping, Amelie Solja, spielt für Villach, ist eine gebürtige Deutsche, seit 2 Jahren Österreicherin, ihre Schwester auch höchst erfolgreich in Deutschland, ist Junioren-Europameisterin gewesen, sie selbst nach ein paar Probleme, die es da auch im deutschen Verband gegeben hat, nach Österreich gewechselt und spielt eben jetzt für Villach. Und das ist sie, 20 Jahre jung, in der Weltrangliste die Nummer 132. Li Changping ist ja die Lebenspartnerin von Stefan Fegerl. Also schauen wir mal, könnte ein richtiger Familienerfolg werden heute hier in Wales, wenn Stefan Fegerl gegen Daniel Harbison gewinnt und sie möglicherweise auch das Finale gewinnt. Sie ist um 6 Jahre älter als ihre Gegnerin, in der Weltrangliste die Nummer 72. Aber eine, die gut genug ist, auch die absoluten Top-Spielerinnen nicht nur zu ärgern, sondern auch zu schlagen. Hat ja bei den Olympischen Spielen in Peking, in ihrer Heimat, hervorragend gespielt und für hervorragende Ergebnisse gesorgt. Li Changping im Moment die ganz klare Nummer 1 in Österreich. Es gibt da schon ein paar Damen, die nachkommen, aber die sind zum Teil noch zu jung, zum Teil heute hier auch dabei gewesen in den Vorrunden, zum Teil noch in den Nachwuchsklassen aktiv. Auch da kümmert sich ja die Werner Schlager Akademie um junge österreichische Talente, also da wird es noch ein bisschen dauern, aber es ist schon absehbar, dass es auch bei den Damen bald ein bisschen eine dickere Decke an der Spitze geben wird. Der Angriff jetzt von Solja. Hält gut dagegen, 2:2. Bitte schon, 2 Punkte Führung für die Villacherin.
Ja. Macht das sehr geschickt, spielt auch dicht an der Platte. An und für sich ja die große Stärke von Li Changbing, aber sehr konzentriert im Moment mit ihren Blocks auch. Macht keine Fehler. Ein eher unkonventioneller Stil von Solja. Sehr charakteristisch für sie. Ja, da ist viel Schnitt drinnen, so kurze Bewegungen mit dem Schläger. Das ist sie auch nicht wirklich gewohnt, Li Changbing. Jetzt dann mal etwas zu lang von ihr. Hat irgendwie noch keinen Rhythmus, Li Changbing. Und zu finden allerdings auch nicht wirklich leicht gegen die Spielweise ihrer Gegnerin. Sie hören es wahrscheinlich auch im Ton, die bei jedem Schlag extrem mit ihrem Fuß mitstampft. Das ist offensichtlich antrainiert, hat wahrscheinlich den Hintergrund, etwas davon abzulegen, wie sie abzulenken, wie sie den Ball trifft. Die meisten Spielerinnen machen das, wenn, dann nur beim Service. Sie macht das fast bei jedem Schlag. Satzball für Solja, das ist überraschend, nämlich gleich 5. Einer abgewehrt. Jetzt passt er, 11-6, erster Satz an Amelie Solja. Nach einem sehr eigenartigen Spielverlauf. Li Changbing nicht wirklich ins Spiel gekommen, den Rhythmus noch nicht gefunden, Solja sehr konzentriert, mit einer sehr unkonventionellen Spielweise. Man sieht es auch an der Schlägerhaltung bei ihr, das ist sehr unangenehm gegen sie zu spielen. Viele kurze Bewegungen an diese Schnitte muss man sich erst gewöhnen. Schauen wir, ob Li Changbing das jetzt im zweiten Satz gelingt. Sie ist ja gemeinsam mit Stefan Fegerl vor einiger Zeit von Linz nach Schwechat gewechselt. Auch sie spielt jetzt beim SV Ströck in Schwechat. Damenmannschaft heuer zum ersten Mal in der Champions League und dort gleich unter den Favoritinnen. Gemeinsam mit Andrea Dodian, der rumänischen Spitzenspielerin, und einer Top-Chinesin auch in der Mannschaft. Zählen sie bei den Damen zur absoluten europäischen Elite. Jetzt schöner Angriff von Li Changbing. Sie macht immer noch Fehler, aber dürfte jetzt ein etwas besseres Rezept gefunden haben, konzentriert sich mehr einfach auf die Qualität ihrer Schläge. Man muss versuchen, sich da nicht allzu sehr irritieren zu lassen von diesem Gestampfe und diesen Schnittvarianten von Solja.
Ist nicht unbedingt das attraktivste Spiel, aber effektiv allemal. Wieder der Fehler von Lichang. Die kommen an, ansatzlos und schnell, diese Blocks von Solja. Und das bringt sie zur Verzweiflung. Den Gesichtsausdruck, den sieht man sonst meistens nur bei Spielerinnen gegen Verteidiger. Wieder ein guter Angriff. Allerdings die Akustik zu ihrem Spiel eine gewisse nervliche Herausforderung. Ja, dadurch, dass sie immer entweder kurz vorher oder kurz nachdem sie den Ball trifft, aufstampft, ist es sehr schwer für die Champing, sich dazu orientieren, wann sie tatsächlich und wie sie tatsächlich den Ball trifft. Denn da orientiert man sich als Tischtennisspieler auch an der Akustik des Balls am Schläger. Wenn die dermaßen gestört ist, ist es um einiges schwieriger. Wie gesagt, unkonventionell. Nicht sehr attraktiv, aber wirkungsvoll. Wieder drei Satzbälle für Solja. Und da ist er. 11:8, auch der zweite Satz geht an Amelie Solja und das muss man jetzt als absolute Überraschung werten. Damit war nicht zu rechnen, denn Lee Champing. Wenn du spielst in ihre Rückhand, dann nimmst du Tempo weg. Spiel langsamer für ihre Rückhand, weil sie wartet auf schnelle Wetter. Dann ist einfach für sie. Wenn du langsam spielst und dann einmal ein bisschen schneller, dann ist schwer für sie. Okay? Und du weißt, wenn du Spin spielst, ja, auf ihre Rückhand, kommt immer Schnitt zurück. Ja, wenn du Spin spielst, wenn du keine Spin spielst, kommt Schnitt raus. Okay? Das weißt du, das ist automatisch immer. Ja? Du weißt, wie viel ist. Okay. Gecoacht Lee Champing hier von Michael Bichler, der hat auch gespielt, in der Vorrunde allerdings ausgeschieden. Spielt bei Waldecke Linz. Die kennen sich also noch ganz gut, auch aus Linzer Zeiten. Bichler hat gegen Daniel Habeson im Viertelfinale verloren. Und was ihr sagt, ist natürlich interessant, das stimmt. Dadurch, dass sie sehr viel an der Platte steht, Solja, und sehr viel blockt, kann sie eigentlich fast nur mit dem Tempo von Lee Champing spielen. Und wenn Lee Champing dieses Tempo selber nicht geht, können die schnellen Bälle auch nicht zurückkommen. Dennoch führt sie schon wieder 1:0. Stefan Fegerl, Sie sehen ihn in der ersten Reihe auf der Tribüne, leidet mit ihr.
Solja spielt eine sehr unangenehme Noppe auf der Rückhand. Daher auch der Hinweis von Pichler zunächst, wenn Li Changping einen Schnitt spielt und sie blockt mit dieser Noppe, dann bekommt sie den Schnitt zurück. Spielt sie schnittlos, bekommt sie keinen Schnitt zurück und das bedeutet wiederum, dass sie weiß, dass sie angreifen kann. Das heißt, Li Changping muss versuchen, diesen Ball, den Angriffsball so vorzubereiten, dass der letzte Ball davor möglichst schnittlos gespielt wird. Da war wieder zu viel Unterschnitt drin. 5:2 die Führung für Solja.